welche Personen die Energiepreispauschale bekommen können. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Energieentlastungspaket wird zu Teilen am 1.6.2022 und zum 1.9.2022 kommen. In diesem Video geht es darum, wer eigentlich grundsätzlich Anspruch auf diese Energiepreispauschale haben wird. Und das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Arbeitslohn aus einem gegenwärtigen Dienstverhältnis, welches am 1.9.2022 bestehen muss, und zwar mit der Lohnsteuerklasse 1 bis 5. Beamte aus einem gegenwärtigen Dienstverhältnis, welches am 1.9.2022 bestehen muss, auch wieder mit der Lohnsteuerklasse 1 bis 5. Dienstbezüge von Beamten werden steuerrechtlich wie Arbeitslohn betrachtet. Einkommensbezieher aus einem Land- und Forstwirtschaftsbetrieb. Einkommensbezieher aus einem Gewerbebetrieb erhalten auch die Energiepreispauschale. Einkommensbezieher aus einer selbstständigen Tätigkeit. Alle die letztgenannten ohne diesen Bezug zum Stichtag 1.9.2022. Rentnerinnen und Rentner, die am Stichtag 1.9.2022 neben der Rente entweder noch einen steuerpflichtigen Verdienst innerhalb der Lohnsteuerklassen 1 bis 5 hatten oder zum Beispiel einen Minijob ausgeübt haben oder ausüben, der pauschal versteuert ist. Minijobber, bei dem der Arbeitgeber auf den Arbeitslohn, den Minijoblohn, die Pauschalsteuer 2% nach § 40a Absatz 2 Einkommensteuergesetz zahlt. Das dürfte für die Mehrheit aller Minijobs in Deutschland zutreffen. Pensionierte Beamte, wenn sie am Stichtag 1.9. entweder einen pauschal versteuerten Minijob oder einen lohnsteuerpflichtigen Job haben, den sie neben der Pension ausüben. Rentnerinnen und Rentner mit pauschal versteuerten Minijob neben der Rente. Rentnerinnen und Rentner, die im Jahr 2022, wenn auch nur für kurze Zeit, eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt haben oder ausüben werden. Studentinnen und Studenten mit oder ohne BAföG-Bezug, die noch neben dem Studium einen steuerpflichtigen Job machen oder einen pauschal versteuerten Minijob haben. Dann aber auch bitte den Stichtag 1.9.2022 beachten. Und auch diejenigen, die Sozialleistungsbezug wie Arbeitslosengeld 1 zum Beispiel haben, können auch in den Genuss der Energiepreispauschale kommen, wenn sie zum 1.9.2022 einen pauschal versteuerten Minijob, wenn es geht, anrechnungsfrei 165 Euro ausüben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.